Da wären wir wieder mit einer neuen Folge Arrow Planet hier bei uns auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Joff. Hallo und herzlich willkommen. Fangen wir gleich an, gehen wir in Medias Res. Was passierte in den letzten zwei Wochen? Nun, in der Gemeinde Saal, ungefähr 50 Kilometer östlich von Rostock liegt das, wird also gerade gefrackt. Gefrackt, ja, es wird gefrackt, denn das Unternehmen Central European Petroleum möchte dort Geld verdienen. Hat bereits Testförderungen durchgezogen, 10 Fracks innerhalb von 6 Stunden. Natürlich machen die Bürgerinis dort massiv mobil dagegen. Die wissen genau, was auf sie zukommt. Zuerst dreckiges Leitungswasser, dann Methan im Leitungswasser, das man abfackeln kann. Anschließend am Schluss kommen dann die Erdbeben, wenn die ganzen Risse sich verschieben und das Erdreich darunter in Bewegung gerät. Dazu ein Interview von Paul von der BI Erdöl Barth und unseren Dank an den Bermuda-Funk. Wie kommt ihr denn an die Infos zu der Erdöltestförderung? Also die Firma Central European Petroleum hat im Oktober 2013 hier in Saal bei Ribnitz-Damgarten, was wiederum in der Nähe halt von Rostock ist, eine Testförderung beantragt. Und die hat das Bergamt dann am 10. März 2014 genehmigt. So über Rückfragen ans Bergamt ist halt super mühselig, an Informationen zu kommen. Und vor allem, weil es eine Menge Ungereimtheiten gab, sind wir dann einfach seit dem Baubeginn auf der Bohrstelle täglich dort vor Ort und machen Fotos. Und wieso Ungereimtheiten? Also zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion im Januar kam raus, dass in dem Genehmigungsverfahren die Umweltverbände gar nicht eingebunden wurden, so richtig. Aber der größte Skandal wahrscheinlich ist, dass CEP selber alle Informationen inne hat und alles so definiert, wie sie wollen. So eine Sauerei. Sie nennen die Fracks nicht Fracking, sondern hydraulische Stimulierung. Und wieso ist das Fracking? Naja, mit dem Gemisch aus Sand und Wasser werden unter Hochdruck Risse in die erdölführende Schicht eingebracht oder erweitert. Und dies in Kombination mit sogenannten Horizontalbohrungen gab es so in Deutschland nicht mehr seit Sommer 2011. CP gibt mittlerweile verklausuliert zu, dass es, und jetzt so ein Zitat, ne, kein Schiefergasfracking sei. Das ist eine nette Floskel, denn das hat ja auch nie jemand jemals behauptet. So heißt es Fracking, um die Ergiebigkeit der Erdölförderung zu erhöhen. Okay, und wie geht ihr damit jetzt um? Naja, erstmal haben wir vor Ort und dann bundesweit auf diesen Mist aufmerksam gemacht. Die Rückmeldungen waren überwältigend. Bundesweit sehen jetzt viele von den Anti-Fracking-Initiativen dieses Vorgehen als eines mit neuer Qualität so. Und nach Bergrecht würde die Testförderung wohl sehr wahrscheinlich in eine reguläre Förderung übergehen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn hier direkt an der Ostsee in einem, sagen wir mal, ökologisch mindestens supersensiblen Gebiet wirklich 5 Millionen Tonnen Erdöl rausgefrackt werden, dann sind das mehrere Tonnen Hemicellulase und Schwefelsäure, die in die Erde gepumpt werden. Und von der Entsorgung der rückgeholten Frackfluids rede ich da schon gar nicht. Uiuiui. Und wie geht der jetzt damit um? Ach so, ja klar. Also wir dokumentieren auf jeden Fall jeden Vorgang auf dem Bohrplatz. Es gibt ein lückenloses Fotoarchiv, so, was wir halt gesammelt haben, weil das ja auch für andere Bürgerinitiativen wichtig sein wird, wenn das jetzt in Zukunft so entwickelt wird und in Deutschland so eingesetzt wird. Und wenn andere Inis jetzt Aktionen planen, können die auf das Archiv halt zurückgreifen. Und wir sind bundesweit mittlerweile sehr gut vernetzt. Am kommenden Samstag, den 24. Mai, machen wir hoffentlich eine kraftvolle Demo zum Bohrplatz. Und wenn Leute noch kommen wollen, gibt's Dick Fokö und Band. Und dann geht's ab 15 Uhr mit Treckern vor die Einfahrt zum Bohrplatz. Und wird dann der Frack schon passiert sein? Nee, auf dem Bohrplatz läuft nicht alles ganz rund. Also da ist schon Bohrgestänge aus den Aufhängungen gerutscht und wir denken, dass das Bohrgestänge bis zum 24. eingebracht sein wird. Dann stehen aber auf jeden Fall noch Installationen an, damit das Fracking selber gemacht werden kann. Also ich denke, es gibt eine Bereitschaft, weiter zu protestieren und diesen Wahnsinn nicht passieren zu lassen. I know it's time to die, never fight enough down here. I laugh, but have to lie. I believe you'll chase my fear. I know they will write my name on stone. No light gives life to stone, whatever they be.
mind myself. I can hear girl cries inside. Come down, my castle's down. A little girl under a vest, she says, I love a disguise. I can hear girl cries inside. Jump into the void like a babe in a puddle. I close my eyes. I hope you'll find it out. My sins, my sigh, the grim room of my thrills. I believe you won't tear me down. I know it's time for my skin and my bones to drown the clouds and leave the lake. Simple flying sun, I believe my fear is gone. I can hear a girl who cries inside. Calm down, my castle's down. A little girl under a vest, she says, I love a disguise. I can hear a girl who cries inside. Calm down, my castle's down. When I jump into the void like a babe in a puddle, I close my eyes. Die Polizei ist gerade im Begriff, sich einen neuen Skandal zu leisten. Nach den einstigen Rosa-Listen, wo die sexuelle Orientierung der Menschen gespeichert wurde, bekommen jetzt HIV-Kranke, die dort registriert werden als HIV-krank, ein Vermerk eingeschrieben, nämlich ansteckend. Natürlich haben die Beamten nur Angst um ihre eigene Gesundheit. Naja gut, wie dem auch sein mag, jedenfalls hat Radio Korax aus Halle mit dem Herrn Wicht gesprochen. Das ist der Pressesprecher der Deutschen AIDS-Hilfe und der erklärt uns jetzt mal, worum es sich da genau handelt. Die erfolgt über ein Kürzel. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Polizei bei Menschen, die sie in ihrem Datenbanksystem erfasst hat, das sind natürlich nicht alle Menschen, sondern solche, mit denen sie schon mal zu tun hatte in verschiedener Weise, dass da für die von Ihnen gerade genannten Eigenschaften Kürzel angelegt werden. Für ansteckend, das ist zum Beispiel ANST, also ANST, die Abkürzung. Und dahinter verbirgt sich dann für den wissenden Polizeibeamten, dass dieser Mensch eine von drei Erkrankungen hat, nämlich HIV, Hepatitis B oder C. 1988 beschloss ja das Abgeordnetenhaus Berlin, dass die Bezeichnung Ansteckungsgefahr und geisteskrank stigmatisierend ist. Die Speicherungspraxis ist nun durch einen Beschluss der Innenministerkonferenz aus dem Jahr 2011 wieder möglich. Aus welchem Grund wurde denn diese Praxis wieder eingeführt? Naja, man war in der Bundesinnenministerkonferenz offenbar der Meinung, dass das sicherheitsrelevant sei, also dass man diese Speicherung braucht, um Polizeibeamte zu schützen. Das ist der Hauptgrund, warum solche Merkmale überhaupt gespeichert werden.
weitere Gründe sind, weil sie eventuell für eine weitere Strafverfolgung relevant sein könnten, zum Beispiel. Es gibt noch ein paar weitere Gründe. Aber ich denke, der Hauptgrund bei HIV ist, dass es eine große Angst gibt seitens von Beamten und der Verantwortlichen, dass es im Dienst zu Übertragungen kommen könnte, zum Beispiel bei Razzien, Festnahmen und so weiter. Und dass man versucht, da eine Sicherheitsmaßnahme zu ergreifen, indem man dieses Merkmal speichert. Das ist aber überhaupt nicht realistisch. Also zum einen gibt es real so gut wie kein Risiko. Also sowohl das Bundeskriminalamt wie auch die Berliner Polizei können keinen einzigen Fall nennen in den letzten 10 Jahren, wo es zu einer Übertragung gekommen wäre. Und zum anderen greifen die Maßnahmen nicht. Das heißt, wenn ich, wie in Berlin, rund 91 Leute sind da mit diesem Merkmal ansteckend gekennzeichnet gewesen beim letzten Mal, wo das erhoben wurde. Das ist natürlich nur ein Bruchteil. Das heißt, ich kann aus dieser Datei überhaupt nicht schließen, ob die Person, mit der ich als Beamter gerade zu tun habe, tatsächlich HIV-positiv ist oder nicht. Und schon gar nicht kann ich daraus schließen, ob sie das Virus auch übertragen kann. Das können die meisten Menschen mit HIV nämlich nicht mehr. Sobald man eine wirksame Therapie nimmt für eine gewisse Zeit, ist die Übertragungswahrscheinlichkeit so gut wie null. Das heißt, diese Daten sind so gut wie nichts wert, brechen aber Grundrechte. Die Freiheit zu bestimmen, wem ich das sage, dass ich HIV-positiv bin, wo das verzeichnet ist, das ist ein individuelles Recht, ein wichtiges Grundrecht, und das darf man nicht aufs Spiel setzen für eine Praxis, die völlig unsinnig ist fachlich. Die Opposition und zahlreiche Institutionen wie auch die Deutsche AIDS-Hilfe haben ja die Speicherungspraxis scharf kritisiert. Vielleicht nochmal, was macht denn die Erfassung von solchen Merkmalen für Sie denn problematisch? Es geht hier tatsächlich um Grundrechte, also informationelle Selbstbestimmung. Wem möchte ich sagen, dass ich HIV-positiv bin? Wem möchte ich sagen, dass ich eine psychische Erkrankung habe? Sie haben es eben gesagt, geisteskrank ist auch eins dieser Merkmale. Da sieht man übrigens schon, wie ungenau und diffus auch diese Bezeichnungen sind. Denn geisteskrank ist ja nun wirklich ein sehr unklarer Sammelbegriff für psychische Beeinträchtigungen. So ähnlich ist das bei ansteckend auch. Wenn man auf jemanden trifft, der HIV-positiv ist, dann denken die meisten Menschen erstmal, der ist ansteckend. Stimmt heute in der Regel gar nicht mehr. Ich habe es eben schon gesagt, die Medikamente verhindern das. Das heißt, es funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist das absolut zurückzuweisen. Es geht hier nicht um ein faktisches Risiko, sondern es geht um sehr, sehr seltene Fälle, wo überhaupt so ein Übertragungsrisiko besteht. Noch seltener wird man dann so einen Eintrag in der Datenbank bereits haben. Es geht eigentlich vielmehr um große Ängste seitens von Beamten und Verantwortlichen, irrational große Ängste. Und dem wird man nicht mit solchen Maßnahmen Herr, sondern indem man Aufklärung betreibt. Das heißt, man muss die Ängste natürlich ernst nehmen und man muss mit den Menschen darüber sprechen, dass das Risiko einer HIV-Übertragung im Dienst sehr, sehr viel kleiner ist, als die meisten annehmen. Und dann kann man den Menschen diese Ängste nehmen und braucht nicht mehr solche Maßnahmen. Das Online-Magazin queer.de meldete, dass die Berliner Polizei solch eine Datenbank besitzt und durch den Beschluss der Innenministerkonferenz ist die fragwürdige Speicherungspraxis ja auch bundesweit möglich. Bedient denn nur die Berliner Polizei solch eine Datenbank oder gab es inzwischen auch weitere Bekanntmachungen? Da haben wir im Moment keine verlässliche Auskunft drüber. Wir sind ja selbst überrascht worden von dieser Praxis. Wir haben das nicht gewusst, bis am Freitag diese Meldung kam durch den Antrag der Oppositionsparteien im Berliner Abgeordnetenhaus. Und wir sind jetzt nicht im Detail unterrichtet, wie andere Länder das handhaben. Aber Sie sagen richtig, es ist möglich und deswegen muss man auch davon ausgehen, dass es praktiziert wird. Sie haben gerade gesagt, es kam jetzt alles relativ überraschend. Wie können denn HIV-positive Menschen gegen die Datenbank vorgehen? Was würden Sie raten? Das ist eine schwierige Frage. Wir befassen uns damit gerade noch mit dem ganzen Thema und erarbeiten uns das jetzt auch natürlich aufgrund dieser Geschehnisse. Bin überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen, inwiefern man Auskunft sich einholen kann, was über einen dort gespeichert ist. Möglicherweise ist das möglich und dann wäre es vielleicht auch möglich, auf Löschung zu bestehen. Haben Sie denn schon der Polizei und der Innenministerkonferenz Forderungen gestellt und wenn ja, welche? Ja, wir haben ja öffentlich kundgetan, dass die einzig sinnvolle Maßnahme in diesem Moment nur sein kann, diese Daten sofort zu löschen und nicht weiter zu erheben. Haben wir öffentlich getan, weil es natürlich nicht ausreicht, das nur den beteiligten Organisationen zu sagen, sondern weil es auch einen öffentlichen Druck braucht. Ich denke, wir brauchen in unserer Gesellschaft einen Konsens darüber, dass man nicht so sensible Daten über Menschen einfach speichern kann. Und wir hoffen sehr, dass sich die Berliner Polizei besinnt, auch sich den fachlichen Argumenten zugänglich zeigt, denn das kann man wirklich sehr klar zeigen, dass das keine sinnvolle Maßnahme ist und das möglichst bald zurückdreht.
Wie will denn die Deutsche AIDS-Hilfe und andere Institutionen gegen die Maßnahmen der Polizei vorgehen? Welche Maßnahmen erwägen Sie denn dabei? Ja, wir werden erstmal jetzt aufmerksam bleiben, was sich da tut. Die Karten liegen ja jetzt auf dem Tisch. Die Polizei hat diese Praxis jetzt öffentlich machen müssen durch diese Anfrage. Die Positionen sind klar. Die fachlichen Positionen sind auch klar. Ich denke, es werden jetzt noch mehr Expertisen eingeholt werden. Ich hoffe das jedenfalls sehr, dass zum Beispiel die Berliner Polizei auch sich nochmal beim Robert-Koch-Institut erkundigt, das ja in Deutschland zuständig ist für solche Fragen bezüglich der Risiken. Dort wird man ihnen aller Voraussicht nach die gleiche Antwort geben, wie wir sie gegeben haben. Das hat man übrigens auch in der Debatte über die Zwangstests in Sachsen-Anhalt gesehen. Sie haben ja ein Polizeigesetz, nach dem auch HIV-Tests möglich sind, ohne die Einwilligung der Betroffenen. Da hat sich unter anderem auch das Robert-Koch-Institut sehr klar positioniert und das ist eine sehr ähnliche Frage. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Fachwelt sich einig ist und hoffen alle sehr, dass die Berliner Polizei dem bald Folge leistet. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir natürlich weiter öffentlich Druck machen, das ist klar. Have a good time with a funky feeling. You can shake and twist your boots into the ground. Have a good time with a funky feeling. Shake your ass and rock your body into the ground. Have a good time with a funky feeling. You can shake and twist your boots into the ground. You'll just feel alright. When your love is bright, you can live your life till you're satisfied. Have a good time with the funky feeling. You can shake and twist your boots into the ground. Have a good time with the funky feeling. Shake your ass and rock your body into the ground. Have a good time with the funky feeling. Shake and pack your boot into the ground. You just feel alright when your love is bright. You can live your life till you're satisfied. Have a good time with the funky feeling. You can shake and twist your boot into the ground. Have a good time with the funky feeling. Shake your ass and rock your body into the ground. Have a good time with the funky feeling. You can shake and twist your body into the ground. You just feel alright. When your love is bright, you can live your life till you're satisfied. Have a good time with a funky feeling. You can shake and twist your boots into the ground. Have a good time with a funky feeling. Shake your ass and rock your body into the ground. So have a good time. So, jetzt sind wir von zur Hälfte durch. Wie üblich kommen jetzt die Nachrichten, diesmal allerdings nicht die Nachrichten aus der beschädigten Welt, sondern damit wir endlich mal ein bisschen mehr Spaß dabei haben, hier die Nachrichten vom Postillon. Postillon-Nachrichten. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell. Seit 1845. Im Studio Gregor Atzbach. Zunächst die Übersicht. Hersteller für Alternativmedizin bringen homöopathische Verhütungsglobuli auf den Markt. Tierschutzpartei schickt Hund nach Brüssel.
An Zeitmaschine tüftelnder Physiker wird ständig von einer älteren Version seiner selbst sabotiert. Zu nett, Arbeitgeber schickt Busfahrer auf Unfreundlichkeitsfortbildung. Studie, 9 von 10 Schülern schreiben Rentner verkehrt herum. Top-Zustand gerne wieder, Hacker zufrieden mit bei eBay gestohlenen Kundendaten. Familie Hempel räumt endlich unterm Sofa auf. Und WWF, Purzelbaum vom Aussterben bedroht. Die Meldungen im Einzelnen. Marburg. Schluss mit giftigen Hormoncocktails. Der Marburger Hersteller für Alternativmedizin Hahnemann Pharma will noch in diesem Jahr die weltweit ersten homöopathischen Verhütungsglobuli auf den Markt bringen. Aufgrund ihrer sanften Wirkweise können homöopathische Kontrazeptiva nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern eingenommen werden. Brüssel. Sensation bei der Europawahl. Erstmals wird ein Hund im Europäischen Parlament Platz nehmen. Möglich macht es die Tierschutzpartei mit 1,2% aller Stimmen. Die dank dem Wegfall der 3%-Hürde bei der Europawahl erstmals einen Sitz ergattern konnten. Sprecher der Kleinpartei, die sich schwerpunktmäßig mit den Themen Tierschutz, Tierrechte und Umweltpolitik auseinandersetzt, bestätigt heute, man werde dem deutschen Spitz Lumpi nach Brüssel schicken. München. Der Astrophysiker Gernd Möching ist heute mit schweren Vorwürfen gegen sich selbst an die Öffentlichkeit gegangen. Der Wissenschaftler, der bereits seit Jahren an einer Zeitmaschine tüftelt, erklärt, er habe seine Arbeit schon längst abgeschlossen, wenn er nicht seit Jahren in regelmäßigen Abständen von einer älteren Version seiner selbst sabotiert werden würde. Schweinfurt. Auch nach 4 Monaten scheint Max Wannemacker aus Schweinfurt noch nicht wirklich in seinem neuen Job als Busfahrer angekommen zu sein. Von Kollegen und Vorgesetzten wird der nette und zuvorkommende 36-Jährige misstrauisch beäugt. Jetzt hat sein Chef durchgegriffen. Wannemacker wird auf eine Unfreundlichkeitsfortbildung geschickt, um endlich den Anforderungsprofil für Angestellte im Personenkontakt im öffentlichen Nahverkehr gerecht zu werden. Erlangen. Eine Umfrage des Goethe-Instituts Erlangen brachte Erschreckendes zutage. Nahezu 90% der Schüler in Deutschland schreiben das Wort Rentner aus bisher ungeklärten Gründen rückwärts. Auch Begriffe wie Neffen, Radar oder Reliefpfeiler bereiten den meisten große Schwierigkeiten. Nur bei etwa einem Zehntel der Schüler konnte eine korrekte Schreibweise festgestellt werden. Betroffen seien alle Schulformen. Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass sich Unbekannte Zugang zur Kundendatenbank des Onlinehändlers eBay verschafft und im großen Stil Daten gestohlen haben. Nun haben sich die Hacker erstmals selbst zu Wort gemeldet. In einer schriftlichen Bewertung teilten sie mit, sie seien zufrieden mit dem tadellosen Zustand der Kundendaten und jederzeit für weitere Transaktionen offen. Bonn. Familie Hempel aus Liesen bei Bonn hat heute im Zuge einer größer angelegten Frühjahrsputzaktion auch endlich einmal wieder unterm Sofa aufgeräumt und geputzt. Dies erfuhr der Postillion aus dem direkten Familienumfeld. Nach einhelliger Meinung aller an der Reinigungsaktion Beteiligten habe es unter dem Sofa, wo letztmals in den späten 90ern sauber gemacht wurde, geradezu unbeschreiblich dreckig ausgesehen. Einem neuen Gutachten der Naturschutzorganisation WWF zufolge ist der gemeine Purzelbaum in weiten Teilen Mitteleuropas vom Aussterben bedroht.
Vor allem in den letzten Jahrzehnten wurden die Bestände insbesondere durch den Vormarsch von Videospielen und Fernsehen, den natürlichen Feinden des Purzelbaums, immer weiter dezimiert. Nun noch einmal die Übersicht. Hersteller für Alternativmedizin bringt homöopathische Verhütungsglobuli auf den Markt. Tierschutzpartei schickt Hund nach Brüssel. An Zeitmaschine tüftelnder Physiker wird ständig von einer älteren Version seiner selbst sabotiert. Zunet, Arbeitgeber, schickt Busfahrer auf Unfreundlichkeitsfortbildung. Studie, 9 von 10 Schülern schreibt, Rentner verkehrt herum. Top-Zustand gerne wieder. Hacker zufrieden mit bei eBay gestohlenen Kundendaten. Familie Hempel räumt endlich unterm Sofa auf. Und WWF, Purzelbaum vom Aussterben bedroht. Soweit die Meldungen. Mehr Postillion-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postillion.com. Thank you.
today. You swore to me, you promised that everything will be alright. You'll be forever with me and walk the final journey. You'll kiss me just like honey. We rest in peace for all eternity. Da wir es ja gerade eben vorhin mit der Polizei hatten, hier noch ein zum Schluss hinterher. Es ist nämlich so, dass Fürther Fußballfans kürzlich einen Neonazi-Aufkleber an einem Sixpack, also in einem Polizeibus, entdeckt haben. In Frage kommt wohl eine Gruppe von ungefähr bis zu 10 Beamten, sagt ein Sprecher der Bereitschaftspolizei, die darauf angesprochen wurde. Es würde ermittelt. Da waren also Aufkleber wie kein Sex mit Zecken oder Good Night, Left Side. Also so typische Fascho-Aufkleber. Das ist natürlich blöd, wenn die Polizei, die uns vor Faschisten schützen soll, ausgerechnet mit deren Aufklebern rumfährt und für die auch noch Werbung macht. Dazu hat sich jedenfalls die Heike Demmel von Radio Set mit Ruth Brenner, der Sprecherin des Bündnisses gegen Rechtsextremismus und Rassismus, unterhalten. Hier das Interview. Wie kam es überhaupt zu der Entdeckung von Neonazi-Aufklebern in einem Polizeibus? Ja, es sind Fußballfans, die waren auf dem Weg zum Relegationsspiel Fürth gegen den HSV am Sonntagnachmittag. Und da ist es einem dieser Fans aufgefallen, also sind die Aufkleber aufgefallen. Und einer hatte dann immer Handy dabei und sie haben dann ein Foto gemacht und haben dann das dem Fürther Bündnis zugeleitet, weil sie annahmen, dass uns das interessiert. Was sind es denn für Aufkleber und was steht da drauf? Auf den Aufklebern steht einmal Good Night Left Side und der andere Aufkleber ist ein Anti-Antifa organisieren, den Feind erkennen, den Feind benennen. Oder, da ist man sich nicht so ganz sicher, weil man die auf dem Bild nur so halb sieht, kein Sex mit Zecken. Und da steht dann auch drunter, den Feind erkennen, den Feind benennen. Also es sind eindeutige Nazi-Aufkleber, die auch nur bei diesem Versand, also wir haben das auch nochmal überprüft, bei dem Final Resistance Versand bestellt werden können. Und der wiederum wird betrieben von Matthias Fischer, der ja hinlänglich bekannt ist als bekannter bayerischer Neonazi, wohnhaft in Fürth, und von Toni Gentsch, der in Oberprex wohnt, und da ist auch dieser Versand angesiedelt. Das heißt, es gibt klare Verbindungen zu diesem Versand und der Versand gehört eben Aktivisten vom Freien Netz Süd mit. Genau. Und jetzt dritter Weg, es schaut so aus, als wenn sie das Freie Netz Süd jetzt gerade aufgeben würden. Der dritte Weg ist eine Partei, eine rechtsextreme Partei. Im Grunde genommen haben sich die jetzt gegründet, weil das Freie Netz Süd mit einem Verbotsverfahren zu rechnen hat. Und da haben sich jetzt bundesweit oder Bayern und bundesweit einige zusammengeschlossen von diesen Kameradschaften, die unter diesem Dachverband und unter dieser Partei der rechte Weg agieren. Zu den Aufklebern noch, was natürlich interessant ist, dass sie ja auch diese Anti-Antifa-Aufkleber hatten, die ja eigentlich also auch in Nürnberg sehr aktiv waren, die Anti-Antifa, damals, also vor einigen Jahren, über 200 Antifaschisten, hauptsächlich Jugendliche, im Internet mit Adresse, Bild und allen
persönlichen Daten veröffentlicht haben und es ja dann immer wieder nach so einer Veröffentlichung auch zu Übergriffen kam auf Antifaschisten. Und das, denke ich, ist schon auch eine ganz, ganz spezielle Geschichte, dass da ein Aufkleber dazu da war, ne? Das Vierte Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus verurteilt diese Aufkleber in Polizeiautos. Ihr sprecht von einem Skandal. Ja, es ist auf alle Fälle ein Skandal und es ist vor allem, ist man ja schier fassungslos. Man muss sich vorstellen, genau diese Losungen, Good Night, Left Side, wurden in Fürth zuhauf an Hauswände, an Wohnungstüren von Antifaschisten gesprüht. Wir werden immer wieder mit diesen Parolen attackiert und schikaniert und alle diese Sachbeschädigungen, die dadurch auch durch die Nazis entstanden sind und mit diesen Parolen entstanden sind, wurden bisher nicht aufgeklärt. Und dann sieht man, dass eigentlich die Institutionen, die ja mit dieser Aufklärung betraut sind, sage ich mal im weitesten Sinne, natürlich ist es nicht unbedingt das USK, aber diese staatlichen Organisationen, dass da der Geist vorherrscht, dass die auch diese Aufkleber selbst im Polizeiauto haben, da ist man natürlich wirklich sprachlos. Ihr habt die Sache öffentlich gemacht, habt ihr denn schon Reaktionen von der Polizei erhalten? Ja, wir selbst nicht. Mit uns hat keiner gesprochen, also mit dem Vierten Bündnis, aber über die Presse konnte man ja erfahren, dass Untersuchungen angestellt werden, dass sich ja die Staatsanwaltschaft in Würzburg eingeschaltet hat, dass intern ermittelt wird. Es ist auch schon klar, wer in diesem Bus an dem Tag saß, wobei natürlich, denke ich mal, nicht klar ist, wie lange diese Aufkleber da auch schon hängen oder das ist uns ja auch nicht klar. Also ich denke, intern angeblich werden die möglich Verdächtigen, werden befragt dazu. Jetzt sagt Herr Bert Groschel von der Bayerischen Bereitschaftspolizei, sollten die Verursacher tatsächlich aus den Reihen der Polizei kommen, wäre das ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot und würde disziplinarrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Euer Bündnis gegen Rechts ist von dieser Neutralität aber nicht ganz so überzeugt, oder? Nein, weil wir also zum einen vor allem bei Demonstrationen und Kundgebungen ja immer wieder die Erfahrung machen mussten, dass gerade diese Sondereinheiten, also USK, ja sehr rüde oft gegen Antifaschisten vorgehen, also bei Demonstrationen wohlgemerkt, wo man sich gegen die Nazis stellt, wo man versucht, dass Nazis nicht ihre Propaganda öffentlich machen können, wo wir auftreten und sagen, da stellen wir uns dagegen oder gegen die Nazis. Genau da ist ja sehr häufig so, dass es zu Übergriffen auf die Antifaschisten kommt und dass Antifaschisten kriminalisiert werden. Und da ist das USK sicherlich in erster Stelle immer mit dabei, sehr harsch vorzugehen. Und speziell haben wir das am 1. August 2012, ist schon eine Zeit lang her, aber da hat es uns besonders getroffen. Da sind USK-Einheiten, haben da uns mit Pfefferspray attackiert, haben Mitglieder von uns tätlich angegriffen. Ohne Grund, muss man wirklich sagen, es wäre alles, es könnte man auch nachweisen. Und es wurde unser Transparent auch ohne Begründung und vor allem ohne Vorwarnung zerstört und dabei auch drei unserer Mitglieder verletzt. Und da läuft im Moment auch noch ein Ermittlungsverfahren. Ja, und daran sieht man schon, und das war ja nicht die einzige Demonstration, bei denen es zu Übergriffen kam. Mehrere Parteien fordern mittlerweile auch Konsequenzen aus diesen Neonazi-Aufklebern in einem Polizeiauto. Es wird ermittelt, dienstaufsichtlich geprüft. Was erwartet ihr euch davon und was fordert ihr? Also wir fordern auf alle Fälle, dass dieser spezielle Sachverhalt jetzt konsequent aufgearbeitet wird und dann auch Konsequenzen daraus folgen. Zum Zweiten natürlich auch, dass man insgesamt sich darum kümmert, dass eben rechtsextreme Tendenzen oder Gesinnungen innerhalb von staatlichen Organisationen keinen Platz haben dürfen. Und wenn es um die Parteien geht, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass ein CSU-Innenminister nicht folgende Aussage von sich gibt wie gestern Abend, dass er sagt, dies wäre ein Einzelner gewesen, der solche Aufkleber aufklebt und der Unsinn gemacht hat. Also das als Unsinn zu bezeichnen, finde ich eben, das wieder runterzuspielen, so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, das finde ich also ganz gefährlich. Man muss sowas wirklich entsprechend behandeln und
entsprechend ernst behandeln, weil das ist kein Unsinn, sondern das ist einfach eine Tatsache, die nicht geht und die eigentlich ein Straftatsbestand ist, weil die Neutralität natürlich der Polizei damit ja überhaupt nicht gegeben ist. Und grundsätzlich fordern wir, dass die Kriminalisierung von Antifaschisten endlich mal vom Tisch ist und dass man sieht, dass so ein Gedankengut, rechtsextremes Gedankengut, auf alle Fälle in den staatlichen Institutionen keinen Platz haben darf. Heute ist es mal ein bisschen kürzer als sonst, aber wir haben zumindest die wichtigsten Themen drin. Wir kommen jetzt zum Schluss, ein bisschen Musik gibt's noch und dann schalten wir wieder über ins Mattelprogramm. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin, tschüss. Not to waste to be hairy on.